Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bekämpfen weiterhin Würmer und wollen natürlich unser Gebiet noch erweitern. Da sind wir fleißig dabei. Das soll heute aber erstmal dann abgeschlossen werden, damit wir dann wieder ein paar Bauaufträge machen können, beziehungsweise selber was bauen können, Bauaufträge in Auftrag geben können, nämlich die ganze Förderbandgeschichte, die werden wir dann quasi automatisch bauen lassen wollen. Und wir haben natürlich dann auch jede Menge von diesen Alien-Dingern hier schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend wir nachher später von brauchen. Aber das wird sich auch noch zeigen. Oha. Ist aber auch viel gewurmt wieder, ne? Es ist verwurmt. Na gut, aber wir kriegen das schon hin. Ah, ich darf die Maus nicht bewegen, wenn ich da schieße, weil dann verliert er so ein bisschen das Ziel aus dem Auge. So, dann gehen wir da unten noch hin. Machen wir die Beine hier noch gleich kalt. So. Nachdem wir ja in den letzten Folgen dann doch das geschafft haben, einmal zu sterben, ne? Das war ja wirklich katastrophal. Da bin ich immer noch ein bisschen, sagen wir mal, enttäuscht von mir selbst, dass ich da wirklich geschafft habe zu sterben. Auch wenn die Würmer nicht mal aggressiv wären bei uns, also, oder sind. Sie sind ja als, ja, nicht aggressive Spieler eigentlich eingestellt, ne? Aber naja, gut. Das ist wieder das. Die Unfähigkeit von mir einfach. So, da haben wir dann wieder noch ein paar hier. Ja, müssen wir noch ein bisschen laufen, würde ich sagen. So, kann auch nichts mehr. Tot. So, ein paar Bäume haben wir auch abgepflückt. Da müssen wir auch nochmal gucken, was wir damit so machen können. Also diese Mod-Geschichte müssen wir uns dann mal richtig angucken. Sagen wir mal so, also ich will ja keinen überfordern damit, aber ich habe mir eigentlich jetzt so langsam sicher im Kopf schon fast überlegt, dass ich, wenn die 17er-Version live geht und das Modpack für die 17er-Version da ist, dass ich dann nochmal neu anfange, damit dieses ganze Gewirr, was wir hier gemacht haben, vielleicht eventuell als wir haben was gelernt ansehen. Aber naja, das könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das gefallen würde oder nicht. Oder ob ihr dann sagt, nee, also nochmal den ganzen Quatsch von vorne sehen und nochmal dieses ganze Rumgefehle, was er da macht, sehen, wollen wir nur wirklich nicht. Dann, ja, sag doch das. So. Gut. Haben wir nochmal ganz kurz aufgefordert zur Interaktion mit dem Video. Soll man ja machen. Soll man ja machen. Habe ich irgendwo mal gelesen, dass man das machen soll und das sind dann dadurch. Naja, egal. Kundenbindung und so, ne? Ihr kennt das ja. Und nichts geht bei YouTube über Kundenbindung. Also, das ist wirklich. Die ganz große Währung mit einer Aufmerksamkeit. Naja, gut. Man will ja unbedingt auch Aufmerksamkeit haben, sonst würde man das ja hier nicht machen. Also kann mir keiner erzählen, der YouTube macht, dass er nicht unbedingt damit leben will, dass er öffentliche Aufmerksamkeit hat. Okay. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgend so eine YouTuberin ein bisschen rumjaulen hören, dass sie ob der Aufmerksamkeit und dass sie immer gut gelaunt sein muss und dies und das und auch nicht mal einen Tag mit schlechter Laune haben darf. Ja. Passend Kommentar, den ich darunter gesehen habe, wenn man sich nicht verstellt, muss man auch nichts spielen. Ja, wenn man einfach so ist, wie man ist, dann ist es halt so. Und dann muss man halt eben nicht auch noch Ewigkeiten irgendwie den Leuten was vorspielen. Naja, gut. Fand ich ganz passend, den Kommentar, muss ich ehrlich sagen. Weil, ne, wenn man sich verstellt, dann muss man immer Schauspielern und ähnliches. Das ist ja blöd. So, Klippensprengstoff mal auch wieder genutzt. Ach, das ist ja heute alles dabei, ne? Würmer erschießen, Sand ins Meer schmeißen und Klippensprengstoff nutzen. Manchmal habe ich das aufgeteilt in einzelnen Folgen. Na gut, egal. Ja, heute bin ich ein bisschen, ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Es ist früh am Morgen, es ist aber auch der Morgen, an dem ihr das seht. Wir haben es jetzt gerade 8.49 Uhr lokale Zeit. Und ja, ich bin nach dem Aufstehen erstmal dabei gewesen, noch die YouTube-Videos, von die ich gestern aufgenommen habe, mit Chaos quasi zu organisieren, dass die dann auch veröffentlicht werden an dem Tag, wo sie sind. Dabei ist mir aufgefallen, Chaos hat parallel hochgeladen und nicht seriell. Also ich lade mal seriell hoch, nehme mal ein Video nach dem anderen, lege die einfach so in eine Schleife und lasse das dann mal langsam auf mich wirken. Und Chaos hat anscheinend parallel hochgeladen, weswegen die Videos, die er hochgeladen hat, nicht wie von mir sonst normalerweise immer erwartet, in der Reihenfolge, in der sie auch gedreht wurden, im Verzeichnis lagen, sondern naja. Wohl ein wenig durcheinander, was dann wieder für sehr viel Verwirrung bei mir gesorgt hat und ich erstmal die Videos wieder ordnen musste. Hat alles wieder länger gedauert, als es eigentlich sollte, aber das kennen wir ja. Der Mensch machte einen Plan und Gott lachte. So ist das halt. Na, das ist ein bisschen sehr nah dran wieder. Da gibt's wieder ordentlich Haue. Gibt's wieder was auf die Mütze. So.
Aber wir kriegen sie alle tot. Das soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Und dann haben wir hier ein ganz großes Gebiet wieder angebaut, genau. Dann werden wir ein bisschen Blueprints setzen, damit wir dann die Förderbandgeschichten hier durchziehen können. Dann müssen wir natürlich die einzelnen Förderbänder, die wir noch wieder speziell dazwischen gelegt haben, natürlich noch wieder neu verlängern. Naja, gut, aber so ist das halt. Und dann werden wir natürlich auch noch den Fußboden legen hier. Ohne Straßen erstmal. Und dann werden wir früher oder später die Straßen dort einbinden. Das liegt aber daran, dass wir noch keine richtig gut funktionierende Concrete-Produktion haben. Das wiederum ist aber etwas, was ich unbedingt mit eingeplant habe hier in unseren, in unsere Produktionskette, dass wir da anständig Concrete kriegen. So. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben Aluminium haben wir ja schon. Wir wollten dann noch Silizium machen. Silizium und Glas machen wir in einem. Und dann brauchen wir noch eigentlich Stahl. Und da bin ich mir noch nicht am sicher, ob ich Stahl denn vor Ort koche oder nicht. Also, dass ich einfach sozusagen mir ein bisschen Metall hinhole, aber dann da Stahl vor Ort herstelle. Oder ob ich das denn machen lasse. Naja, gut. So, wir brauchen... Nee, den brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen... Nee, den auch nicht. Nee, den auch nicht. Den brauchen wir, glaube ich, ne? Das ist... Genau, Fördergabe, was? Aber dann da wieder geschrieben, Fördergabe, ein Karree, Grundstoff. Naja, gut. Machen wir uns jetzt mal keine Gedanken über diese unsägliche Rechtschreibung. Das liest man noch die ganze Zeit jetzt noch auf dem Bildschirm, ne? Ach du grüne Neune. So, dann legen wir das nämlich. Fördergabe, also was habe ich denn, wie bin ich denn da drauf gekommen? War ich wieder total geistig umnachtet und verwirrt, nehme ich mal an. Ist ja auch nichts Neues, kennen wir ja schon von uns. So. Klingt ja fast wie Schmettigage. Weiß nicht, kennt ihr das hier? Kennt ihr Reni Marik? Der mit dem Maulwurfen? Weiß nicht, ob ihr den kennt, aber wenn ihr den kennt, dann wird euch Schmettigage was sagen. Und Rapante. Na egal. Achso, dann brauchte ich ja hier noch wieder die Funkstation, genau. Zack, da fliegen sie los. So. Dann haben wir nämlich genau zwei Karrees hier wieder ausgehoben. Ja, piepst mich ruhig voll. Das wird jetzt eine Weile piepsen hier, aber ihr werdet genügend Förderbänder finden in unseren Produktionsanlagen, dass ihr das alles bauen könnt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass überall die Dings auch stehen. Oh, ich kriege ein bisschen Motion Sickness, wenn ich hier die Wolken verfolge. Das geht bei mir übrigens sehr schnell, finde ich. Also, dass ich da so ein bisschen von der Bewegung geschlecht wird. Hätte ich eigentlich so nicht gedacht, dass ich das so häufig habe, aber na gut. Sei es, wie es sei. So, die Stimme geht jetzt auch schon flöten. Was am frühen Morgen? Was soll das denn? Ich habe nur nichts zu trinken hier. Verdammt. Kann ich nicht mal ölen gerade. Wieder schwierig alles. So, hier haben wir schon ein paar Förderbänder. Das wird noch richtig groß werden hier. So, die Förderbänder müssen wir natürlich auch noch verlängern. Ich will jetzt bloß zu einer Kiste hier oben hingehen, wo ich den Sand erstmal reinpfeffern kann. Den brauche ich nämlich gerade gar nicht. So. Sehr schön. So, hier das Aluminium, das läuft. Ja, wir müssen da unten bei der gelben Produktion haben wir natürlich noch wieder immer was, wo es nicht sauber abtransportiert wird. Das ist schade, da müssen wir natürlich nochmal dran. So, hier sind ein paar Steine drin. Wollen wir das mit den Robotern machen lassen oder wollen wir das... Wir bauen ja da oben eh von Hand noch eine ganze Weile, ne? Ach komm, jetzt schmeißen wir von Hand jetzt noch ein paar Steine hier. Das kennen wir ja schon. Dann ist das nämlich auch schon noch durch. Dann können wir uns da auch ganz bequem zur Ruhe setzen irgendwann und sagen, Mensch, jetzt geht's, wir haben ja schon alles erledigt hier. Wir müssen mal aufpassen mit dem Setzen. Nicht, dass das Förderband mal in die Straße reitet. So viel werden wir da sowieso nicht gesetzt kriegen, glaube ich, von den Steinen. Also wenn die jetzt alle sind, das sollte sich ja relativ schnell ergeben. So. Wieder vor noch vorgelaufen. Du ahnst das nicht. Ne? Das sind ja ein paar tausend Steine, die wir hier liegen müssen. Na gut, wir haben ja auch ein paar tausend Sand gelegt. Ne?
Das lässt sich ja auch nicht verleugnen. So, jetzt ziehen wir hier mal rüber. Mal gucken, ob wir gleich in die Höhe ankommen oder nicht. Ob wir das im Augenmaß hatten. Also, da sagen wir noch einer was, ne? Wenn das nicht... Das war doch schon mal richtig gut. So, dann wollen wir jetzt mal hier noch hochlaufen. Da können wir jetzt natürlich die Grenze gleich berücksichtigen mit. Die Frage ist, ob wir mal weiter wegtransportiert werden. Genau, das ist das Problem, nämlich durch das Förderband. Müssen wir hier mal genau auf der Kante laufen. Ja, ein paar Stellen können wir es ja berücksichtigen, dass wir da Straßen einbauen wollen. Ne? Da, wo es schon liegen, ist natürlich ganz wichtig, dass wir es nicht überbauen, aber ansonsten können wir da auch mal flexibel sein. So, wo hätten wir es denn gern? Kann ich... Nee, auf der Förderbahn kann ich nicht laufen. Jetzt weiter. Die nächste Runde. Mal gucken, wie lang unsere Steine reichen. Das kann ja jetzt... Das kann ja jetzt nicht mehr allzu viel sein, glaube ich. Also jetzt die eine Runde, die war schon richtig teuer, glaube ich, was Steine angeht. Oben in der Fabrik muss man natürlich die Steine auch legen. Zack, da sind sie alle. Alles klar. Gut, wir werden... Also die Powdermixer muss ich natürlich auch noch irgendwo reinpacken hier in irgendeine Kiste, weil die brauchen wir wirklich nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Die brauchen wir beim Glas zwar wieder, aber das ist noch eine Weile hin. Wir werden jetzt zurückgehen, werden uns Backsteine voll holen, werden das alles hier erstmal ablegen. Oh, wir haben zwei Stacks von den... welche Farbe ist das eigentlich? Sagt man das pink oder ist das schon lila? Ich sag mal, das ist pink und das ist lila, ne? Purple, ja, und das ist Alien-Artefakt, einfach nur so. Alles klar. Da haben wir zwei Stacks wieder zusammengekriegt, also das ist schon mal gar nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wie viel ich davon später brauche, aber ich denke mal, haben ist besser als brauchen, ne? Sagt man immer so im Volksmund. So, dann werde ich dort unsere Produktion mal ein bisschen erleichtern um ein paar Sachen. Und hier werde ich ein bisschen Eisen mitnehmen. Einfach, weil ich es kann. Das kann ich nämlich noch verteilen in unserer Produktionskette dort hinten, beziehungsweise oben beim... Genau, das schmeiße ich erstmal oben alles rein. Da können wir vielleicht das Experiment auch durchziehen, dass wir da vielleicht ein bisschen... Wo ist denn das eigentlich? Warte mal. Hier bin ich jetzt, das ist da, ne? Oh, habe ich noch ein Ende zu laufen. Oh, das wird alles noch abgerissen hier. Alles weg. Oh, dann haben wir Massen an Rohstoffen noch, die wir dann alle wieder unterbringen müssen, die ich dann alle rein verteilen muss. Also hier sind ja überall, hier liegen ja überall Rohstoffe rum, ne? Die ich dann alle nicht mehr habe dann. So. Wo gehen wir denn hier hoch? Hier gehen wir zum... Achso, wie machen wir denn unser Brass eigentlich? Machen wir das wirklich wieder aus Nickel und Dings? Da müssen wir uns auch nur überlegen, ob wir da nicht eine schönere, bessere Produktionskette schon haben, ne? Da könnte man ja auch ein bisschen mehr schon erwarten. Stimmt ja auffällig, ne? So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Eisen verteilen. Wie wär's denn hier mit Eisen? Dankeschön. Und du, Eisen? Ja, sehr gerne, ne? Und du hier? Warte mal, brauchst du Eisen? Nein, du brauchst Stahlplatten. Stahlplatten. Du brauchst kein Eisen. Du brauchst Eisen hier, ne? Das war falsch. Das brauchst du alles nicht. Eisen brauchst du. So, gut. Dann kriegst du hier Eisen. Gut, Stahl hat er keinen mehr. Hier liegen aber 20 Stück drin. Das ist schon mal ganz okay. Wie viel liegen hier drin? 14. Da müssten wir vielleicht noch ein bisschen was tun. Was fehlt dir denn? Stahl. Wie immer. Nee, Stahl hat er doch. Was fehlt dir? Ach, Eisenrohre. Dann hätten wir hier doch Eisen reinpacken können. Nein, warte mal. Einen Moment hier bitte. Bitteschön. So. Dann kann er erstmal durchproduzieren. Gut. Dann bringen wir die Alien-Artefakte in unsere große Kiste hinten. In unser Warenhaus. Und dann holen wir uns Backsteine und dann machen wir da Backsteinparty. Und vielleicht holen wir uns ein bisschen Concrete, damit wir die ersten Straßen, damit wir wenigstens die in dem Produktions-, da wo wir wirklich bauen wollen, dass wir das noch fertig machen. Ach nee, hier wollte ich gar nicht hin. Doch, hier wollte ich hin. Hier wollte ich doch mal Motoren bauen lassen, ne? Hier hätte ich doch mal die glorreiche Idee. Ich wollte Motoren bauen lassen. Wo sind denn Motoren? So. Oh, ahnst es nicht. So, was fehlt dir denn noch zum Motor? Stahl. Na, das könnte ich dir sogar besorgen ein bisschen. Ah ja, jetzt haben wir wieder ein Geflacker. Jetzt, ah ja, jetzt funktioniert der Schalter hier wieder, oder wie? Ja, der schaltet ab und zu durch.
Aber ziemlich schnell, das ist schon okay. Das geht noch. Ist denn wirklich jetzt mit der Kohleproduktion denn? Ist die Kohle alle hier hinten? Warte mal, wo müssen wir dann gucken? Hier müssen wir gucken. Kohle alle? Nö, ne? Nö, da ist noch 4K drin, aber scheint nicht zu reichen. Haben wir echt so einen hohen Stromverbrauch gerade? Ah, schwankt immer ganz schön, ne? Schwankt ganz schön. Das kann man jetzt hier nicht ganz in Ruhe sehen, so. Aber ja, gut. Okay. Gut, kann natürlich sein, dass wir da jetzt an der Grenze sind. Dass die fossilen Brennstoffe quasi gar nicht mehr so viel herstellen können. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nach oben zu dem großen Warenhaus hin. Auch noch so eine Sache, wann das uns ausgeht, aber gut, das, naja, wird sich zeigen. So, dann werden wir die hier rein, die hier rein, die hier rein, die, zack, zack, zack. Sehr schön. Jetzt können wir auch hier das, den letzten dort fertig machen. Dann haben wir unseren Regenbogen hier, ne? Das hier nicht. Oh, da haben wir schon fast die ganze Reihe voll. Sollen wir bald eine zweite Reihe anfangen. Alles klar, gut. Kriegen wir auch hin. So, dann brauchte ich, wollte ich jetzt, ich habe jetzt noch Stahl in der Tasche, den ich gar nicht brauche, aber den werde ich, wenn es Gewinn bringt, oben in unsere Entwicklungsabteilung Öfen und ähnliches mit rein verfrachten. Also zu weit rauszoomen darf ich nicht mehr. Damit wir das dann dort alles sauber haben. So, Momentchen bitte. Hier brauchen wir nämlich Stahl. Pappen wir da einfach mit rein. Eisen können wir nämlich hier noch ein bisschen mit unterbringen. Einfach damit was denn im System. Also da haben wir schon hingebracht. Hier wollen wir es nochmal hin. So. Damit wir hier halt eben die Öfen. Das, davon brauchen wir jede Menge. Da kann er ruhig ein bisschen was produzieren. So, gut. Wir gehen jetzt aber. Die Kiste mit dem Stahl müsste da oben auch voll sein, weil Stahlband liegt voll. Wir gehen jetzt aber nochmal Backsteine holen. Da haben wir jetzt auch ordentlich Platz geschafft. Die Frage ist, schaffen wir uns noch mehr Platz? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, gucken wir hier mal runter. Gucken wir hier mal rein. Warte mal, ich habe ja das Sandzeug gemacht, ne? Muss ich hier mal reinlegen, die 512, die ich hier noch habe. So. Mache ich meine Kisten, mache ich mich nochmal komplett leer. Ich glaube, ich mache mich nochmal komplett leer hier. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich so viel davon brauche. So. 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 Gut. Dann nehmen wir nämlich jetzt hier mal mit, was wir mitnehmen können. 48, 48. So, und 4000. Und jetzt müssen wir natürlich hier unten das... Nee, nicht da rein, sondern da rein. Die ganzen Backsteine legen. Dann wissen wir auf jeden Fall, was wir die nächste Folge mitmachen. Dann gucken wir gleich nochmal beim Beton vorbei, wie viel wir da mitnehmen können. Da würde ich sagen, müssen wir dann mindestens auch nochmal so 3000 mitnehmen, damit wir die ganzen Straßen, die wir legen wollen, auch legen können. So. Wie ist denn das hier bei dem... Ah ja, der belegt nur das, deswegen... Ah, okay. Gut. Naja, gut. Das wird sich schon ausnivellieren. So. Also eine so eine... Für 5000 lassen wir mal frei für den Beton. Dann haben wir dann hier unten nochmal... Richtig schön viel Gedönse. So, dann gucken wir hier nochmal. Können wir noch 25.000 mitnehmen. So. Okay, dann gucken wir mal, dass wir noch 5.000 Beton mitkriegen. Ganz so viel werden wir wohl nicht kriegen, aber naja. Ich denke nicht, dass so viel da ist, weil... Obwohl, nee, Rohstoffe haben sie noch. Also sie können noch produzieren. Oh, doch. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 5000. So. Dann machen wir mal die alle voll. Und dann kann er wieder produzieren. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir auch genügend Beton, glaube ich, um die ganzen Straßen zumindest um in der Produktionszone jetzt zu legen, die wir brauchen. Und dann natürlich die Steine dazu. Das ist die Frage, ob wir erstmal mit Steinen durchwandern und die Straßen nachher legen. Oder ob wir wirklich versuchen, die Straßen dann zu legen oder schon gelegt zu haben und dann erst mit Steinen aufzufüllen. Naja, gut, das werden wir sehen. Gemacht werden muss es auf jeden Fall. Von daher
sind wir doch fleißig dabei. Und mir fällt schon, also eigentlich fällt mir ein, dass ich eigentlich noch einen Karree brauche, weil wegen, wo ich den Stahl machen will. Weil Brass brauchen wir ziemlich häufig und Stahl brauchen wir auch ziemlich häufig für den... Ich mach den Stahl unten. Also wir müssen dann noch eins dann anbauen, bevor wir dann die ganzen Maschinen machen können. Und auch dann nachher die Prozessoren. Also da müssen wir natürlich noch richtig viel für bauen, für die Prozessoren. Oh ja, da müssen wir noch viel bauen. Fällt mir gerade so ein, so wenn ich so drüber nachdenke. Eieiei. Achso, warte mal. Habe ich hier irgendwo diese Funksensoren im System liegen? In irgendeiner Kiste liegen die rum, aber ich weiß nicht wo. Die Türme, die wollte ich den gleich setzen. Muss ich auch für unten setzen noch. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Kiste ich die habe. Aber eigentlich könnte ich die dann automatisch setzen lassen, ne? Ich kann ja dieses komische... Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das Blueprint kopieren kann. Aber ich könnte ja hier so ein Blueprint machen, einfach von diesem Karree hier. Das geht doch. Ja, da kann ich einen Blueprint machen. So, hier. Blueprint. Damit er weiß, was er zu bauen hat. So. Das Ding heißt einfach Obo-Hangar. Obo-Hangar. So. Haken dran und fertig. So. Da gleich noch ein Strommast mit dabei. Okay, die Stromkabel müssen wir selber verlegen, aber das kriegen wir ja dann auch noch hin. So. Jetzt habe ich natürlich ein Blueprint, ne? Was ich jetzt nirgendwo reinlegen kann. Ja, das ist natürlich auch wahnsinnig intelligent gewesen. Naja, gut. Reden wir nicht weiter drüber, ne? So, dann geht's jetzt erstmal hier durch. Schön original alles mit Steinen verlegen. Oh, hier hinten steht sogar einer. Da kann man auszuhalten. So, dann nach oben hoch. Also das ist schon auch ein riesengroßer Bereich hier, den wir jetzt mit verlegen. Aber, ja, muss. Da oben eigentlich? Warum ist da oben so ein komischer dunkelroter Punkt? Na gut, wir werden es nicht sehen, weil da oben nichts ist, aber... was da? Ach, das könnte Land anders aussehen, ne? Oder eine Klippe stehen. Na, nichts Genaues weiß man nicht. Gut. So, dann reiten wir jetzt mal rüber. Gucken wir mal, wo wir da ankommen. Könnte ganz günstig werden. Sehr gut. So, da sind wir schon mal angekommen. Können wir den Bereich hier oben auch gleich noch fertig machen? Warum renne ich denn so halb rum? Ah, geht gerade so noch auf voller Breite hier. So, dann machen wir das hier fertig. Und dann geht es hier weiter. Müssen wir jetzt schon mal genügend Inventarplätze frei, dass wir das Blueprint auch durch die Gegend tragen können. Das haben wir schon mal geschafft. Ja, da wo er liegt, müssen wir ja nicht wegreißen. Ne? Das muss ja nicht sein. So. Wir können nämlich auch direkt jetzt hier eigentlich einmal mit 6 Beton quasi da runterlaufen. Und die einmal quer laufen. Aber bei den Backsteinen macht das auch keinen Unterschied. Ne? Das ist das Gute. Dann muss das 6er Karree auswählen. Das müsste breit genug sein jetzt, ne? Ja. Dann können wir hier nämlich schon einmal so quer laufen. So. Da sehen wir nämlich jetzt schon, dass da richtig was runtergeht. Und die Betonstraße oder der Beton gar nicht ausreichend wird, den ich eingeplant habe dafür. Also bin ich da auf der linken Seite von der Straße? Ich bin auf der anderen Seite von der Straße gegangen, ne? Gucken wir mal ganz kurz auf der Map. Ja. Gehen wir hier noch drüber und dann da runter und dann ist wahrscheinlich mein ganzer Beton schon alle. So viel zum Thema die inneren Straßen schaffen. Ha! Ah, 5000 Beton reichen. Die reichen dafür, dass wir die inneren Straßen durchschaffen. Mitnichten.
Mitnichten. So. Also jetzt nicht mitnichten, sondern also nicht die Nichten im Sinne von der Verwandtschaft. Hey, versteht mich? Hoffentlich. Naja, gut. Reden wir sonst nicht weiter darüber. So. Wir könnten gerade so hier die Straße noch so ein halb hoch hinkriegen hier, die hier zwischen ist, aber das war's dann auch. Ja, das Betonverbrauch ist gar nicht mal so gering, ne? Also, wie gesagt, deswegen, das muss unbedingt erweitert werden, das auch eine vollautomatische Produktion laufen hier. Sonst wird da nämlich nichts hier mit uns. So, dann gucken wir doch mal, wo können wir den denn jetzt hier hinsetzen? So, der Roboterhanger, da müssen wir ein bisschen auszoomen. So, nach unten haben wir jetzt, müssen wir uns mal da hinstellen, so. Klick, da muss er hin. Da ist schon einer. So. Dann brauchen wir jetzt auch Strom. Warte mal, das habe ich nicht dabei. Das ist ja schade. Ja, wo kann ich den jetzt hier hinbauen, oder? Da müssen wir erstmal die gerade Linie von dem sehen. So. Ich hoffe, dass ich noch so viel Roboterhanger im System habe. Muss ich auch nicht. Gut. Das werden wir dann sehen, ne? Dem kriegen wir keine Verbindung? Warum nicht? Was war wieder los? Na gut, dann lassen wir das erstmal. Dann malen wir das erstmal weiter hiermit aus. Ist ja auch kein Problem, kriegen wir ja hin. Wir haben schon wieder Energieprobleme in unserem Mantel, also in unserem Anzug hier. Ich gerade. Das geht schon wieder ganz schön runter. Naja gut, durch das ganze Gebäude und das hin und her gelaufen, dann mache ich immer die Batterie leer von meinem Exoskelett und so. Lauf halt zu viel durch die Gegend. So, dann haben wir das auch. Genau, bitte auf mich draufhalten und dann geht das schon. So, gut, dann laufen wir hoch und wir beenden aber an dieser Stelle die Folge. Unsere Roboter haben ordentlich noch zu tun mit Bauen und Ähnlichem. Wir selber müssen mal ganz kurz rausfinden, ob wir vielleicht eventuell noch ein paar solche Hangar irgendwo haben oder welche mehr bauen lassen und noch ein paar mitnehmen. Dass ich da mal so, keine Ahnung, 50 Stück von habe. Irgendwie, das hätte ich ganz gerne. Dass ich die dann mal alle setze. Und wir dann dementsprechend, da brauchen wir auch jede Menge Strommasten noch. Oh, da muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt noch richtig produzieren kann. Automatisch, vollautomatisch. Nicht nur automatisch, sondern vollautomatisch. Könnte nämlich sein, dass das nämlich nicht mehr klappt. Oh, da ist. Da ist Beton. Hab das gesehen, da war Beton. So. Aber wir sind ja pfiffig, wir kriegen das ja wieder hingelegt. So, dann ist hier eine Straße, okay. Müssen wir das mal ganz kurz hier großräumig umbauen schon. Das nämlich nicht wieder kaputt laufen. Hier haben wir nämlich noch mehr so Zeug. Auch schon einer, der wenigstens die Ansätze reingebaut hier von der Straße, aber schön ist anders. So, runter geht's. Oh. So, rüber geht's. Runter geht's, rüber geht's. Achso, ich will die Folge beenden, ne? Genau. Also, wir beenden die Folge jetzt hier an dieser Stelle, dass, was wir hier machen, das werden wir natürlich weiterhin so tun. Also auch in der nächsten Folge werden wir quasi dafür sorgen, dass das Baugrundstück für die Glasproduktion, für die Silizium- und quasi Silikonproduktion hier entstehen und dass wir auch die Bronze, glaube ich, dann schon hier, das wollte man damit reinnehmen unbedingt, ne? Dass wir die dann haben und dass wir da dann auch mit fertig werden und ja, wie gesagt, im Zustand des Fertigseins dann auch langsam aber sicher oben viel mehr noch automatisieren. Wir müssen dann zusehen, dass wir die die roten Chips, einmal Beton aufgenommen, schade, dass wir in diesem Zuge auch die grünen Chips, die roten Chips dann ins Band mit reinkriegen, dass wir die dann produzieren in Massen. Da werden sicherlich sehr viele Rohstoffe für drauf gehen und dass wir dann
von da aus weitergehen, die einzelnen Komponenten bauen für den ganzen anderen Quatsch, den wir dann brauchen. So, gut. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Bis dann. Tschüss.